Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Wir werden uns heute weiter durch dieses Wassergebiet kämpfen. Also irgendwie scheint es zu haben in Dark Souls 3 mit ihren wässrigen, sumpfartigen Gebieten. Das ist ja jetzt schon das dritte dieser Art, wenn ich keins vergessen habe. Also mindestens schon das dritte. Grüne Blüte zweimal. Ausdauerregeneration, stimmt, wie ich die einfach nie verwende und die wahrscheinlich echt positiv wäre, diese verbesserte Ausdauerregeneration, vor allem eben im Kampf mal, im Bossfight oder so, weil schnellere Ausdauerregeneration, schneller zuschlagen, schneller blocken, aber naja. Da gehen wir gleich rein. Nochmal eine grüne Blüte, was haben sie denn? Ich nehme jetzt einfach mal eine. Wir haben so viele, dass die schon in unsere Kiste ausgelagert werden. Blühende grüne Blüte. Ah. Man erinnert sich der untoten Legion von Pharaon dafür, dass sie diese im Wassernähe gedeihende Einjahrespflanze nutzten, um mit ganzer Seele ihre mächtigen Schwerter zu schwingen. So, und was steht dann hier? Die grüne Blüte ist ätherisch und gedeiht nur auf kaltem, aber noch nicht gefrorenem Wasser. Ja, wir nehmen natürlich so eine. Da geht die Leiste aber schnell wieder hoch. Das ist halt auch schön fürs Sprinten, da können wir schneller sprinten. Nicht schneller sprinten, sondern mehr sprinten. Weil sich die Leiste einfach viel schneller wieder auffüllt. Und ja, hier runterspringen und tot. Wie matschig die Texturen halt manchmal einfach nur aussehen, ne? Von diesen Felsen, wo sie dann einfach keinen Bock mehr hatten, wo sie gedacht haben, na okay, hier geht's eh nicht großartig weiter. Vor allem geht die Leiste schon so schnell hoch, diese Ausdauerleiste. Wozu braucht man denn dann bitteschön. Zeit für Absprung. Wozu braucht man denn dann bitteschön noch die blühende grüne Blüte? Ist da das nächste Leuchtfeuer? Sehr geil. Aber nicht ransetzen, nur aktivieren. Ist das etwa Lügner? Hier scheint wieder jemand zu sein, mit dem wir reden können. Ja, ich will die anderen Gegner nicht wieder hochholen, deswegen. Nur entzünden, nicht ransetzen. Monster voraus, Ungeheuer. Hä? Muss ich irgendwas machen und dann erscheint da jemand, oder? Was wollen die mir damit sagen? Wir schauen jetzt natürlich erstmal diese Höhle da an. Da gibt es echt dunkle Ecken. Diese Höhle da an, bevor wir da jetzt weitergehen. Ach, die Ausdauer und Regeneration ist schon wieder vorbei. Die hält ja wirklich gar nicht lange an, die Blüte. Ah, Insekt. Na, von welchem Insekt ist das die Bruthöhle? Aha. Aber wir können ganz gut laufen. Okay, so viel Schaden machen die auch nicht. Wir können ganz gut laufen. Die spucken also auch. Geil, dass wir sogar das blocken können. Damit wird es jetzt total easy. Ich dachte, das kann man nicht richtig blocken. Ist es ja gar kein Stress. Ah, Gegenstand. Ach, grüne Blüte. Was haben sie denn mit ihrer grünen Blüte, hä? Wieso denken die denn, dass man die hier brauchen würde in dem Gebiet? Also warum denn gerade hier und nicht nirgendwo anders? Das verstehe ich nicht. Jaureküchlein. Ja, haben wir auch noch nie verwendet. Also die Gegner sind definitiv deutlich einfacher, als ich gedacht hätte, als ich sie mit Pfeil und Bogen bekämpft habe. Die kriegt mich gar nicht mit, auch nicht schlecht. Links. Naja, keine Angst, da gehe ich schon rein. Oh Gott, fällt dann das Tor zu, wenn ich da reingehe? Das sieht irgendwie aus wie eine Falle, finde ich. Exkrementenbedeckte Asche. Dass wir alles in unserem Inventar haben. Jaureküchlein. Abfall. Exkrementenbedeckte Asche. Was ja im Endeffekt so ähnlich wie ein Jaureküchlein ist. Wo habe ich die denn?
Lag die nicht immer hier irgendwo rum mit? Im Inventar? Lag die woanders? Hä? Muss hier sein. Oh, bin ich bescheuert? Wo ist die denn? Abfall. Da ist doch immer so eine Hand, die mit irgendwas bedeckt ist. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Titanit. Fürstenasche. Ach, hier muss ich sein, na klar. Gegenstandseffekt. Extrem. Exkrementenbedeckte Asche. Ja, ja doch. Oh, guckt sie euch an, wie die Hand einfach gut festhält. Unreine Schattenasche mit Exkrementen überzogen. Da bin ich ja mal gespannt, was die Hexe uns erzählt. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. Ach, das süße, beißende Aroma noch einmal zu genießen. Oh Gott. Ich glaube, da steht jemand auf Kaviar. Na komm her! Na komm, wenn du unbedingt sterben willst, dann stirb! Sind verdammt viele Gegner hier drin, aber was soll's? Krass, ich bring gerade eine von denen um und die raffen's nicht, oder was? Ich kann die auch nicht anvisieren. Kommt jetzt her, oder? Hallo. Ja, noch nicht mal am Dreier verbunden sind sie in irgendeiner Form gefährlich. Unfassbar. Traurigkeit voraus. Sadness. Ach so, weil hier einfach nichts weiter ist wahrscheinlich. Nee, hier ist wirklich nichts weiter. Naja, ein paar Sachen haben wir ja eingesammelt. Zurück zum Glück. Zurück. Ach ja, hier ging es ja weiter. Ich wollte gerade zurück zum Leuchtfeuer. Na, hier sieht es doch mal heimisch aus. Ich meine, es ist ein bisschen verwirrend, dass da unten dieser schreckliche Keller ist mit diesen vielen spinnenartigen Wesen. Aber was soll's? Hurra! Hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Ta mit Tee. Der Pumuckl ist da. Ah, mittels Feuer anfachen. Geiles Lagerfeuer, Kaminfeuer auf jeden Fall. Wer hat denn das angezündet? Ewig brennendes Feuer mal wieder. Hurra, hurra. Der Kobold mit dem roten Haar, hurra, hurra. Der Pumuckl ist da. Frau wird benötigt. Frau wird benötigt. Ach so, sexistischer Kommentar von wegen, ja, hier ist die Küche und so, da gehört die Frau hin. Alles klar. Hat aber auch eine Menge positiver Bewertungen gekommen. Lustig, lustig. Tralalalala. Ist das ein Gegner? Oder? Truhe voraus. Ist wahrscheinlich ein Gegner, wenn hier Blutflecke sind. Aber hier sieht schon mal geil aus. Hier sieht richtig geil aus. Oh, ich liebe diese Stadt. Also bis jetzt auf jeden Fall, obwohl ich es vorher schon gesagt habe, meine Lieblingsumgebung im Spiel. Ja, ist ein Gegner. Ein Blitzgegner. Nicht nur ein Blitzgegner. Fuck, wir hatten 37.000 Seelen und die Seelen liegen jetzt an einer Stelle, wo es extrem unangenehm ist. Ich wusste nicht, dass es da auch noch einen... Ja, einen Bogenschützen gibt. Oh, das ist ärgerlich. Das ist halt mindestens ein Level, was uns jetzt fehlt. Aber damit habe ich nicht gerechnet, dass es plötzlich so stark wird. Also die Gegner, die vorher waren so einfach und dann kommen halt direkt so ein...
so ein massives Ding da. Krass. Da muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Schade, unsere Klute ist auch wieder weg. Jetzt muss ich... Also meine, die Spinnentiere sind halt scheißegal, weil sie nicht stark sind. Jetzt muss ich die jedes Mal wieder platt machen, ey. Muss mal gucken, wie ich am besten laufe, dass ich... Au. Dass ich so wenig wie möglich platt machen muss. Auf meinen Weg dahin. So. Wir müssen da rüber. Kommt her. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen, bitte, habe ich gesagt. Okay, die eine ist irgendwie, hängt irgendwo fest. Perfekt. Was ist mit der hier los? Ist das ein Bug? Ich glaube, die hängt in der Textur fest. Und wurde soeben getötet. Eieiei, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das war ja ein krasser Bug. Habt ihr das gesehen? Die hing irgendwo hier in der Textur fest. Und dann haben aber die Programmierer dieses Spiel das so schlau programmiert, dass wenn das halt passieren sollte, dass das und es nicht wieder freikommt, das Wesen, dass es dann irgendwann despawned wird und halt stirbt. Sehr geil. Deswegen haben wir auch die Seelen bekommen. Gut, also ich glaube, wir machen bestimmt wieder viel Schaden. Wir müssen den Typ halt nur treffen, aber es wird schwer. Die Frage ist, ob es nicht Sinn macht, schon wieder eine Clue zu testen. Einfach, weil wir dann länger durchhalten. Das scheiß Blitzding macht halt auch einfach massiv Schaden, weil wir das nicht so gut blocken können. Ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, ich habe halt leider kein Schild, was dafür geeignet ist. Blitz 43%. 63%. Wäre also 20 besser, aber ist halt einfach viel zu schwer, kann ich nicht anziehen. Blitz 43%, macht also gar keinen Unterschied, na gut. So, jetzt lasst mich kurz nachdenken, wie ich das am besten angehe. Wie mache ich das am besten? Oh, sehr geil, meine Seelen liegen da, perfekt. Schön, wie er wartet und mich in den Hinterhalt locken will. Was für ein... Ah, krass. Lasst mich nachdenken. Da steht hier kein Tipp, ne? Hinterhalt, Vorsicht vor hinten oder irgend sowas. Nö. Lass mich einfach reinrennen. Ich guck mal, wir haben da bestimmt was, was uns gegen Blitz schützt. Und dann renne ich logischerweise aus dem Blickfeld weg von dem Typ. Was? Wo ist denn sein Blitz dieses Mal? Okay, warum bin ich dieses Mal gestorben? Weil ich unbedingt noch einen Schlag landen wollte, als der aufsteht. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ihn wahrscheinlich easy besiegt. Aber es macht nichts. Wir brauchen die Blitzkugeln anscheinend nicht, weil er scheint nicht jedes Mal seinen Blitz einzusetzen. Ja, also der Gegner ist machbar. Ich habe mich beim ersten Kampf überraschen lassen, beim ersten Versuch. Beim zweiten Kampf war ich zu gierig. Den Schlag hätte ich nicht setzen dürfen, als er noch da lag. Ich hatte nicht mehr genug Ausdauer. Ich hätte einfach meine Ausdauer regenerieren lassen sollen, dann normal wieder kämpfen und ihn halt nochmal in den Rücken schlagen. Oder halt vorher so eine Ausdauerblüte nehmen, damit die wieder schnell regeneriert. Aber ja, war nicht so schlau. Na gut. Beim dritten Mal klappt es bestimmt. Gehen wir weiter nach links, damit wir die rechts nicht triggern. Ja, da sparen wir uns bestimmt die da drüben. Die zwei noch. Ja. Ach, hatte ich eigentlich eine Clue schon wieder verwendet gehabt und bin wieder gestorben? Kann das sein? Ärgerlich.
wir haben so viel. Also ich denke, solange wir noch mehr, also solange wir noch mindestens 5 haben, ist es okay. Also alles über 5, da können wir quasi verschwenderisch mit umgehen. Wann immer uns das Sinn danach steht. Oh, wir müssen echt dann wieder leveln, weil wir haben jetzt schon wieder mindestens 2 Level im Repertoire. Und es ist halt teuer einfach, die zu verschwenden. Komm her. Also. Danke, dass du mir so leicht machst. Große Titanitscherbe, göttlicher Segen. Aber die große Titanitscherbe ist vor allem wichtig. Dann brauchen wir jetzt noch 4. Stellt Trefferpunkte vollständig wieder her und heilt Leiden. Heiliges Wasser, das von der Königin Lothrix gesegnet wurde. Die Königin Lothrix war mit dem ehemaligen König Oseros verheiratet und wurde einst als Göttin der Fruchtbarkeit und Wohltätigkeit verehrt. Nach der Geburt ihres jüngsten Kindes Ocelotte verschwand sie im Stillen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich hoffe mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir jetzt den da oben Blatt? Können wir den triggern, indem wir einfach mit einem Bogen auf ihn schießen und er kommt dann runter oder lässt uns jetzt in Ruhe, weil wir nicht mehr da unten kämpfen, oder schießt der Ast auf und wenn wir weit genug an dem Bild dran sind? Fragen über Fragen. Ich würde mir halt auch gerne die Bilder in Ruhe angucken, aber nicht so lange, wie der Typ da mit seinem scheiß Bogen steht. Naja. Er schießt einfach nur auf uns, wie frech. Haha, zieht gar nicht mal so wenig ab, die Wurfmachete. Nein. Ich trottel, falscher Knopf. Nein, falscher Knopf, ich wollte mich heilen, hab vergessen, dass ich da... Haben wir es genau im Kopf stecken? Och, guckt euch diesen Pfeil an. Wieder falscher Knopf. Manchmal schießt er 2 nacheinander. Das war knapp. Oh, nice. Nicht so nice. Nicht so nice. Macht halt echt verdammt viel Schaden. Genau wie sein Freund vorher schon. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob ich die Pfeile einfach blocken kann. Schade, gerade wo ich es probieren wollte. Oh, der fällt hier runter. Perfekt. Große Titanitscherbe 2! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wird ja immer besser hier. Also das Spiel spielt mir ja komplett in die Hände. Die Gegend ist unfassbar geil. Wir brauchen jetzt noch 2, glaube ich. Tatsache, noch 2 Titanitscherben. Das geht ja schneller als gedacht. Unfassbar. Wenn es so weitergeht, ist in der nächsten Folge diese Waffe hier maximal geboostet. Kann man was machen bei den Bildern. Also richtig viel ist da aber nicht zu erkennen. Die scheint schon sehr alt zu sein. Ziemlich verblichen. Das Geile an den Bildern ist auch, die hat halt mal wirklich jemand gemalt, ne? Also, oder zumindest am Computer erstellt und sich die Mühe gemacht. Das ist irgendein alter Thron, könnte so ein Aschefürstenthron sein. Das scheint mir eine alte Stadt zu sein, vielleicht der, in der wir uns gerade befinden.
Und die Frau erinnert mich an die Göttin, die man im ersten Teil gesehen hat. Eine riesengroße Frau lag da in so einem Raum drin. Man konnte sie entweder umbringen oder mit ihr reden und irgendwas machen. Und die hat einem dann was gegeben, dass man, glaube ich, in irgendein Bild rein konnte. Prinzessin. Also ich glaube, das ist nicht die gleiche Frau, aber die erinnert mich, weil die lag auch so da. Die erinnert mich auf jeden Fall daran. Wo die Leute überall gestorben sind. Sehr geil. Ja, ich sehe gerade, ich würde mich echt so gerne hier weiter umschauen und ich muss jetzt leider auch meine Aufnahmesession beenden, deswegen ja erstmal wieder Pause machen. Schade, schade, ich würde echt hier gerne weiterspielen. Das ist gerade so interessant, spannend, wie auch immer. Egal, Daumen nach oben, damit man euch loben. Mein Gott. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Lasst einen Daumen, habe ich ja gerade gesagt. Abonniert, Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss, tschüss.